So, jetzt hier Folge 2 oder was? Ich muss gucken, dass ich die richtige habe. Seven Was Wild, Ankunft 24 Stunden vor Aussetzung. Folge 2 von Dave. Folge 1 hat mich schon ultra abgeholt. Es kann eigentlich nur auf dem Niveau weitergehen, von dem, was ich jetzt gesehen habe. Also rein da. Ankunft 24 Stunden vor Aussetzung. Das ist dann so der Punkt, wenn allen der Kackstift geht. Weil man sich fragt, sag mal, mache ich jetzt hier wirklich gerade mit? So ging es mir schon ein paar Mal. Und dann sitzt man in der Scheiße. So, dann. Jetzt ist es dann soweit. Oh je, Freunde. Heute fliege ich los. Puh. Ja, jetzt werde ich auch nervös. Mal Spaß. Es wird crazy. Es geht los. Ich habe sehr Bock, ich bin sehr hyped. Ja, jetzt geht's los. Ich bin jetzt wirklich weg. Ich habe Gefühle, die kannte ich noch überhaupt gar nicht. Es ist krass, es ist krank. Boah, wie, das ist schon wieder so ein Anfang. Bevor es dazu gekommen ist, dass die Seven vs. Wild Staffel 2 Teilnehmer wirklich in Südamerika angekommen sind, ist unheimlich viel passiert. Es mussten unvorhersehbare Probleme gelöst werden. Boah, ich habe nur einen Teil mitgekriegt, was da im Hintergrund abging. Ich glaube, diese 6 Monate Vorbereitung und so müssen der absolute Horror gewesen sein. Die armen Jungs. Unfassbar. Es kam zu Verletzungen im Team und es musste eine Menge organisiert und vorbereitet werden. Um euch hier aber die ersten Momente der Teilnehmer so ungefiltert wie möglich vor Staffelstart am Samstag zeigen zu können, haben wir uns entschieden, dieses Video jetzt schon zu veröffentlichen. Alles, was bis zu diesem Punkt und darüber hin... Reaction down. Was die... Ich bin immer... Was ist an Ausrüstung dabei? Wie ist man angezogen? Was hat man vor? Wie sind die Blicke? Hier, na, der hat natürlich eh immer Bock. Sie offensichtlich auch. Otto eh. Aber hier, hier herrscht doch die Kleinstangst. Ach, Knossi. Na, mal gucken, ey. Mal gucken. Was passiert ist, erfahrt ihr in den nächsten Folgen von Seven vs. Wild Behind the Scenes. So, ach, mal gucken, wer sind diese ganzen Leute hier? Das ist Maxien, Johannes und ich glaube, diese zwei sind von dieser Wandermut-Geschichte, ne? Kenn ich nicht. Hat, weiß man nicht. Aber... hat Knossi eigentlich seinen Anwalt direkt mitgebracht oder was ist hier los? Ja, geil. Ja, alles gut. Ja? Wenn mir nicht euer Backstage-Reporter so Nachrichten noch 3 Tage vorher macht, dass er so heilfroh ist, hier nicht teilzunehmen, weil es schlimmer ist, als er es je gedacht hat, dann wäre alles okay. Dave, oder was? Ja. Hallo? Let's go. Ready? Wenn mir was passiert, dann kriegen die Herren von Wandermut eine Klage, aber das ist schallert. Ey, wir sind wirklich da. Boah, geil, so ein geiler Gruppenausflug, alle haben Bock, die Mucke, ich find's gerade wirklich, wirklich endgeil. Und man ist schon in Panama, oder was? Wir sind da. Und alle Leute, die gesagt haben, aber vergiss es. Wir sind angetreten. Und anzutreten bedeutet schon echt viel. Wir haben Telefon. Die Eier musst du erstmal haben. Ich wurde ja hart gehatet, dass ich nicht dabei bin. Aber ich war ja schon auf einer anderen Expedition, die ich nicht absagen konnte, weil 2 Jahre Genehmigung geplant und so war das. Wir haben auch Max, Johannes und ich und auch Fritz, wir haben probiert im Hintergrund wirklich noch irgendwie was zu deichseln, ob ich irgendwie aus Brasilien noch nach Panama kommen kann, ob man es noch verschieben kann, ob ich... Es war einfach nicht möglich. Es war mir nicht möglich teilzunehmen. Die Überschneidung war eben da. Aber Respekt an alle, die da zugesagt haben. Die Eier musst du erstmal haben. Das ist einfach... Wenn du nicht aus dem Bereich kommst, das noch nicht gemacht hast, ist das in deinem Kopf mit unfassbar vielen Gefahren verbunden. Und dann musst du Eier haben. Das ist wirklich, also der Respekt meinerseits geht raus. Und ich, oh, jetzt finde ich es gerade ein bisschen schade, dass ich dabei war. Ah, okay. Nächtelang. Wir haben Eier gezeigt. Ja? Sascha auch. Aber ich weiß nicht, ob ich es morgen oder nicht. Wir sterben, Krokodile. Und wir sind da. Ja. Wir haben es gemacht. Wir sterben, Krokodile. Ob es eine gute Entscheidung war, wissen wir jetzt noch selbst nicht und noch nicht. Aber das wird sich zeigen. Die bringen uns um. 7 Meter Salzwasser, Krokodile. Gibt's doch da gar nicht. Alter.
Totaler Quatsch, gibt's da gar nicht. Aber nein. How many live in Panama City? Peoples. Geil! Das ist typisch in süd- und mittelamerikanischen Ländern. Nicht in allen spricht man sehr gut Englisch. Ich war auch schon ein paar Mal in Panama. Ich allerdings nie großartig Dschungeltouren gemacht, nur Tagestouren. Bin ein bisschen durch den Panama-Kanal gefahren und so. Hab ein paar indigene Bevölkerungen besucht. Aber Panama ist ein krasses Land. Also was man so über Panama weiß, es ist ein Transitland. Es verbindet ja mehr oder weniger zwei Kontinente, Nord- und Südamerika und auch den Pazifik mit dem Atlantik. Da ist seit vielen Jahrhunderten ein reger Austausch an Menschen, viele Kulturen, viele Sprachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan von Panama. In Panama City habe ich mir fast eingeschissen. Es kam mir irgendwie, man hat so ein Feeling, wisst ihr, wenn man in ein Land kommt, aussteigt, dort rumläuft und so, hat man ein Feeling einfach für die Bevölkerung, für die Situation dort. Und ich hatte in Panama nie ein gutes Gefühl. Ich hatte immer irgendwie, es war immer anspannend. Ich habe da Schlägereien gesehen und so. Es war unangenehm auf der Straße. Ich mochte es nicht in Panama. Punkt. Deswegen bin ich mal gespannt, was jetzt hier schon im Vorhinein passiert. Englisch. Jetzt kommst du mit deinem Spanisch. Ich kann kein Spanisch. Okay, por favor. Uno, due, tre, people, Panama City. Thousands. Millions. Millions. 1 million? Uno million? Una million. Cuatro million. Cuatro million. Und ich hab's mit meinem Spanisch hinbekommen. Das Wichtigste ist, in solchen Situationen immer lächeln, freundlich bleiben. Man, mit Händen und Füßen kann man sich auch immer verständigen, in allen Ländern. Das geht schon. Boah, diese Karre, ey. Auf der ganzen Welt, wo ich immer unterwegs bin, ist es immer diese Karre. Verteilt gleich Zimmerkarten für... Wer ist er denn hier eigentlich? Das würde ich gerne mal... Ich muss wissen, wer diese Leute sind. Die müssen alle vorgestellt werden. Ist das hier Patrick Gillitzer? Ist er das? Weiß ich nicht, ne? Der Kameramann von Max und Johannes und so? Ist das Patrick? Die Bälle, sag mal schnell. Sieht so Patrick Gillitzer aus? Wer sind diese Leute? Ich muss das wissen. Ja, Patrick, okay, alles klar. Der schneidet auch die Serie Azoren, Fritz und ich. Und, ja. Und dann macht ihr euch einmal ein bisschen frisch und um. Wer ist die denn hier schon wieder? Diese Leute müssen eingeführt werden. Ich denke, das sind behind the scenes. 7 treffen wir uns wieder hier unten in der Lobby und dann Abfahrt. Was, Abfahrt? Wir können hier was essen oder an einer geileren Location, wo ja noch so ein bisschen Skyline von Panama ja, noch mal ein bisschen gehen. Also wir gehen essen. Abfahrt zum. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Wir gehen jetzt erstmal was essen. Das hier, wer ist er? Sieht so aus wie ein Experte für Wildtiere. Der Schlangenexperte könnte das sein. Ey! Ah, weiß, darf ich bestimmt gar nicht verraten, was die gemacht haben, ne? Ne, verrate ich lieber nicht. Weiß ich nicht. Okay. Alter, Panama City. Junge, Junge, Junge. Panama! Boah, geile Animation. Ein Tag voll mit Briefings. Bitte hört genau zu. Ist wichtig, dient fast alles dazu, dass ihr nicht kapiert. Das ist kein Spaß. Wer da nicht aufpasst, ist selber schuld. So, yeah, my name is Tom McElroy. I run a school called Wild Survival. And part of that is running classes out here, where we drop people off and do this kind of experience with more training. Wichtiger Satz, with a lot more training. Gefällt mir, das finde ich gut. So this is a very exciting concept. Angefangen mit Tom McElroy, der als Survival- und insbesondere Experte der Region wichtige Einzelheiten über die Insel erzählt hat. Was bringt dich um, was kannst du essen und vor allem aber, was besser nicht. Just the dangers that you're gonna find on the island. Things that you just need to look out for that could really hurt you quickly. Hey, ich bin auch gespannt, alles über die Inseln und so zu erfahren. Tierwelt, dies, das. Ist natürlich geil. Die Teilnehmer erwartet eine bunte Vielfalt an Tieren, Pflanzen und äußerer Umstände, die wirklich gefährlich sein können. Der umgangssprachlich Todesapfelbaum genannte Machinellbaum beispielsweise trägt Früchte, die kaum von normalen Äpfeln zu unterscheiden sind, bei Verzehr allerdings zum Tod führen können.
Alleine so eine Ansage, da hätte ich gerne jetzt mal eine Reaction von Knossi zugesehen, was er dazu sagt. Für sein Gift gibt es bis heute kein Gegenmittel. Prima. Okay, dann bitte einmal alle aufstehen, das Ganze jetzt unterschreiben. Wichtigster Part für den Anwalt von Knossi. Alter, es ist schon anders als gedacht, ne? Und jetzt alle unterschreiben, was ihr gerade gehört habt. Wenn ihr sterbt, es ist alles, wir sind hier abgesichert. Das ist ganz anders, als wir es gedacht haben. Das ist ganz anders. Krokodile sind da. Was auf Krokodil? Der Sascha ist viel auf Krokodil, gell? Nee, um Gottes Willen, das ist so eine Droge. Der hat viel sich mit Krokodilen auseinandergesetzt irgendwie. Hat mich, glaube ich, auch mal angerufen und gefragt, was ist jetzt mit den Krokodilen? Macht euch nicht so viele Sorgen um die Krokodile, die sind nicht so gefährlich. Umschnitt. Bienen in den Herden. Die größten der Welt. Die größten Krokodile, also die Welt. Die größten Bienen der Welt. Und ich sag dir ein Geheimnis. Das Wichtige ist, so habe ich 2008 gemacht, auch bei meiner ersten Fernsehshow. Ne? Der Vertrag kommt, 32 Seiten. Es heißt, und den hat auch Slavko Skripkovski unterschrieben, sag ich, gib einen Stift. Und dann auch nicht mehr lesen. Es bringt. Doch, kleiner Tipp von mir, immer die Verträge auch lesen. Habe ich schon ein paar Mal nicht gemacht, war schlecht. Das ist alles neu. Stachelrochen, die überall flächendeckend auf dem Boden sind. Wie geil wäre das denn, Alter? GoPro raus und gefilmt. Junge, Stachelrochen, das wäre endgeil. Ich glaube, Knossi wird für viel Unterhaltung sorgen. Da freue ich mich drauf. Die dir sofort das Bein reinhacken. Das ist ja ganz neu. Wo soll ich mich bewegen? Das ist ja krank. Krokodile, sehr große, ja. Krossala, es ist noch keine Pause. Wehe, liebe Kameramänner von Seven in the Wilds 2. Ich sehe keine riesigen Krokodile in dieser Sendung. Ich will unbedingt Krokos sehen. Wir haben Timing. Da braucht man. Geht nicht anders. Aber kein Problem. Ein Tag länger als Fritz. Willenskraft. Wir sind ja gerne an den weißen Hemden, auch in Zukunft. Wir haben einmal Thorsten, die Erste-Hilfe-Ausbilder für Outdoor. Ah, doch kein Schlangenexperte. Und unser Notarztsystem und die werden euch. Man weiß es nicht, vielleicht hat er eine Zusatzausbildung. Jetzt ein bisschen was erklären. Eine Grundregel bei der Outdoor-Ersten-Hilfe und das ist: Prävention ist King. Also alles das, was uns nicht passiert, ist eine wunderbare. Endlich mal ein Mann, der das so sieht wie ich. Wie geil ist das denn? Mein ganzes Team lacht mich immer aus, weil ich mich tausendfach vorbereite, weil ich alle möglichen Kurse mache. Ich mache jedes Jahr einen Erste-Hilfe-Kurs und so weiter. Ich bin auf alles vorbereitet. Es gab dieses Jahr schon einige Expeditionen. In Stunde 1 musste ich schon das Erste-Hilfe-Pack auspacken. Siehe Griechenland-Expedition, wo sich Lea verletzt hat und sofort vom Hund gebissen wurde. Zack, hatte ich sie verarztet. Man ist immer darauf vorbereitet und das finde ich super, super wichtig, gerade bei solchen Sachen das zu machen. Und mein ganzes Team nimmt das immer auf die lässige Schulter und sagt, ach, wir kümmern uns dann darum, wenn es soweit ist. Nee, dann geht man zwar sehr entspannt durchs Leben, aber in der Situation ist man dann super unentspannt und unvorbereitet und das ist dumm. Da habe ich lieber Stress vorher und bin dann vorbereitet. Geiler Typ, finde ich gut. Sache, die Regel könnte man auch übersetzen in don't do stupid shit. Wenn ich Bums. Mit einer Machete... Der gefällt mir, dem würde ich vertrauen, finde ich gut. ...rumwirble, so wie Tom das gesagt hat, sollte ich zusehen, wo mein Bein ist. Wenn ich auf einer Klippe stehe, die 10 Meter hoch ist und mir denke, das wäre ein geiles Bild für die Kamera, denke ich vielleicht nochmal drüber nach, bevor ich runterspringe. Also es gibt verschiedene... Ja. Dinge in diesem Leben, die einfach schneller töten als andere. Und meine erste Frage wäre jetzt an euch, was könnt ihr euch vorstellen, was macht schnell tot? Viel Blutverlust. Viel Blutverlust, ganz genau. So, wie stoppen wir eine kritische Blutung? Als allererstes. Blutverband. Nee. Mit der Hand? Mit der Hand, ganz genau. Scheiße. Steht auf, geht und das war's. Sein Survival-Training abgeschlossen. Oh, ich hoffe, man erklärt auch, was alles im Erste-Hilfe-Kit und so drin ist. Interessiert mich sehr. Wo wir irgendwas haben. Angenommen, ich blute am Arm, so ein bisschen, das ist noch von Johannes übrig. Wir nehmen die Hand, wir drücken drauf und wir lassen erstmal nicht mehr los. Thorsten und Islam aus dem Medical Team haben den Leuten dann gezeigt, wie sie sich in Notsituationen selber verarzten können. Von kleinen Verletzungen, Reizungen und Unwohlsein bis hin zu Kopfverletzungen und extremen Blutungen, für die beispielsweise die Anwendung von Tourniquets wichtig sein kann. Ja, okay, krass, aber das ist cool. Sowas mag ich sehr, wenn man sich da... Zusatzskills aneignet. Ich werde da Anfang nächsten Jahres auch nochmal etwas intensiver mich und mein Team schulen. Grüße gehen raus an den, der es schon weiß. Und wirklich jede Sekunde zählt. Merkst du, wie es besser ist? Alter, bist du wahnsinnig? Das kannst du doch weiter drehen. Weiter drehen. Kannst du. Noch drei. Im Moment vor allen Dingen am Oberschenkel musst du. Zieh. Und dann den Clip hier drüber.
Dieses Jahr gibt es zum ersten Mal zwei Medikits für jeden. Eins, das bei Öffnungen wie letztes Jahr zu Punktabzug führt und eins, das das sofortige Ausscheiden zur Folge hat. Ist dieses Medikit geöffnet, hat der Teilnehmer aber vermutlich eh größere Probleme als die Wertung, denn dieses Kit ist so... Boah, da sind dieses Jahr Sätze dabei, ich liebe es jetzt schon, so geil. Rufus klingt nur dafür da, den Verletzten etwas länger am Leben zu halten, bis die Rettungskräfte eintreffen. Das Medical Team und auch die Teilnehmer sind dieses Jahr deutlich besser ausgestattet, um wirklich für jede Situation vorbereitet zu sein. Weil wir sind auch einfach nicht in Schweden. Es ist Panama, es ist am Arsch der Heide, es ist eine Insel, es ist Nacht. Du musst eventuell mit dem Helikopter rausholen, weiß ich noch nicht. Ich bin gespannt auf die ganzen Gegebenheiten und so. Ist eine andere Nummer. Krankenhaus, nicht um die Ecke. Ich zitter da auch immer, wenn ich solche Expeditionen plane. Nächstes Jahr stehen drei dieser Art an, dieses Jahr noch eine. Ja. Ist immer ein Spielchen mit dem Feuerchen. Sein. Dazu aber sehr ausführlich in den nächsten Folgen mehr. Paddy hat danach die cool. Basics der Kommunikation und Rettungswege erklärt. Wann sendet man einen Code Green, was im Prinzip ein Todmann-System ist, damit die Zentrale weiß, dass alles gut ist. Wann? Wie oft muss man das drücken? Jetzt bin ich mal gespannt. Ein Code Yellow, morgens eine abends? Abholung des Teilnehmers einleitet, ohne dass Lebensgefahr besteht. Und wann ein Code Red, was so viel heißt wie, der Teilnehmer ist in akuter, lebensbedrohlicher Situation und muss schnellstmöglich mit allen verfügbaren Ressourcen aus der Situation gerettet werden. Wenn du noch einen Code Red senden kannst, wenn du bewusstlos irgendwo liegst oder ertrunken bist, wird es schwierig. Dann kriegt es ja erst jemand mit, wenn du nicht Code Green gesendet hast. Heieieiei. Und wenn du Code Green nur zweimal am Tag, morgens, abends senden musst, ist dazwischen eine ganz schön lange Zeit. Ein Restrisiko bleibt bei solchen Nummern immer bestehen. Zum Schluss hat Max noch eine ausführliche Anleitung zur Nutzung der GoPros, SD-Karten und allgemein des Technik-Cases gegeben. Und da werden die ein oder anderen GoPros dabei gewesen sein, weil diese Kameras sind so unzuverlässig, die nicht richtig aufnehmen, die Karte corrupted ist, die einfach ausgehen oder sich aufhängen. Boah, verfluche ich die Dinger, aber sind auch geil. Die Teilnehmer müssen dafür Sorge tragen, dass immer alle Akkus geladen sind, nichts verloren geht und sie natürlich alles bestmöglich in Eigenregie festhalten, damit es überhaupt Material gibt, das ihr am Ende zu Gesicht bekommt. All diese Dinge mussten den Teilnehmern zwingend mit an die Hand gegeben werden, damit sie nicht ernsthaft zu Schaden kommen. Wir haben natürlich niemandem Tipps gegeben, sondern dem einen oder anderen wahrscheinlich nur noch mehr Druck gemacht, was aber völlig normal... Boah, so fühle ich mich vor jeder Expedition. Genauso, wenn ich dann dort bin vor Ort und die Gegebenheiten sehe, geht es mir genauso wie Joris hier. Sehr geil. So ist es. Alles, wenn man 8 Stunden darüber spricht, was alles schiefgehen kann. Ja, hart. Ich blute. Was mache ich? Drauf. Sehr gut. Das allererste. Wir packen drauf auf die Blutung. Ist das jetzt eine Show oder was? Und keine Angst, nur weil ihr jetzt noch nicht wisst, wer Tom, Thorsten, Islam oder Paddy sind. All diese Personen und alle ihre Aufgabenbereiche werden in den nächsten Folgen hier im Behind the Scenes geil. Noch erklärt. Und da freue ich mich drauf. Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Unbedingt. Rein dann. Sascha, was habt ihr vor? Weg die Haare. So weg mit den Haaren. Sofort. Komplett? Ja, zeitlich. Iro. Warum? Warum? Was ist das für ein Ding? Als ich mit dem KSK im Dschungel unterwegs war, haben die sich auch vorher alle rasiert, wie die Verrückten. Überall. Da war das irgendwie so ein Ding, davor das zu machen. Verstehe ich nicht. I'm the king of the jungle. Schneidest du bei mir und ich bei dir. Das würde ich niemals mitmachen. Sascha, mach das nicht. Das ist doch kein Friseur. Ja, natürlich. Immer noch nur bei dir. Brüder. Wie Brüder. So. Rücken runter. Komm. Wobei ist auch eigentlich Latte, weil Wechsel wieder nach ist, aber auch... Dann siehst du halt die ganze Show lang scheiße aus. Na gut, okay. Macht er echt, ne? Ist da! Komplett auf Null! Bruder! Mit diesem Arschschaden! Scheiße, Bro! Der Seitenkind! Ey, ohne Scheiß, ist diese Szene in der KSK-Serie drin? War genau dieselbe Nummer. Ist super. Jetzt bist du dran. And at this moment, he knew he fucked up. Das würde ich auf gar keinen Fall zulassen, aber wie geil ist das denn bitte? Boah, Dave, ein Glück warst du dabei. Ein Glück gibt es so ein Behind the Scenes. Ich liebe es, großartig. Du bist der Hyäne, Graf! Du bist der Hyäne! Super, machst du mit Übergang, oder? Mit Übergang. Komm her, Dave, ist perfekt. Super, Mann. Alter, mega, geil. Aber es ist echt gut, es ist echt gut. Es ist echt gut, schaut es aus. Wir sind ready für den fucking Dschungel, Alter. In ein paar Stunden geht's. Umschnitt.
Okay. Boah, geil. Holy fuck. Geil. Lieb ich. Weil die Teilnehmer ja komplett alleine ausgesetzt werden, müssen wir uns, bevor sie ausgesetzt werden, um alles kümmern, was wir an Aufnahmen von ihnen brauchen. Also Hero-Shots, Fotos und so ziemlich alles, was dazugehört. Deswegen haben sich alle schon in Schale geschmissen, in ihre wirklichen Survival-Outfits und wir drehen und fotografieren sie jetzt. Und das hasse ich am Fernsehen zum Beispiel, wenn ich das für Serien mache, wozu mich Paula auch immer zwingt. Immer noch, nachdem du die Schuhe abgefrühstückt hast oder davor, diesen ganzen Kladderadatsch, den du brauchst, die O-Töne, die Hero-Shots und so weiter, boah. Ich würde einfach immer nur gerne reingehen, alles machen, wieder rausgehen, wiedersehen. Aber das, so funktioniert es halt nicht. Was hat er denn da mitgebracht, der Joris? Ist das ein Chamäleon oder was? Ich bin auch so gespannt auf die Ausrüstung der einzelnen Teilnehmer. Ich habe mir nichts vorher angeguckt, ich weiß überhaupt nicht, was die alle mitnehmen. Ich habe noch nicht mal darüber nachgedacht, was ich eigentlich mitnehmen würde. Vermutlich hätte man mich auch in diese blöde Kategorie 1 gesteckt, wie Fritz und Otto, Skill-Level gut und ich darf nur einen Gegenstand mitnehmen. Was wäre das gewesen? Keine Ahnung. Habe ich mir echt tatsächlich noch keine Gedanken gemacht. Ich bin sehr gespannt, was die anderen so mitnehmen. Auch hier ist mal wieder richtig geil zu sehen. Das Ganze ist halt von uns einfach Freestyle produziert. Das ist keine Riesenproduktion hier. Touren nicht 50 Leute rum. Das ganze Licht, was kommt, ist nicht aus irgendwelchen LEDs, die aufwendig aufgebaut wurden. Wir arbeiten mit den Mitteln, die wir haben. Es ist mega geil und es kommt alles quasi aus der Hand von einem winzigen Team. Das ist richtig, richtig geil. 13 Stunden noch, Leute. Oh, es ist so geil gemacht. Um vergleichen zu können, was die 7 Tage körperlich mit den Teilnehmern machen, mussten sie sich nach Briefings und Shooting noch einer kleinen Untersuchung unterziehen. Gemessen wurde Gewicht, Körperfett und Wasseranteil. Zumindest wurde es versucht. Alles klinisch, alles weiß, alles wirklich desinfiziert. Okay, mein Lieber, ich kann dir nur sagen, vom Gefühl her, letztes Mal wiegen 104 Kilo. Jetzt hatte ich aber heute schon Durchfall, 4-5 Mal. Schon vorher Durchfall. Das ist schlecht. Boah, mit Dehydratation schon reingehen. Hier übrigens, schöner Shot. Da achten meine Kameramänner immer drauf, dass das nicht passiert, dass man im Spiegel sieht. Geil, aber ist das Dave eigentlich? Ja, ne? Boah, super geil. Vorher schon Durchfall. Ich liebe es. Ja, Schuhe aus? Ja, Schuhe ausziehen, genau. Und Hose aus und T-Shirt aus. Gut. Und dann einfach draufstellen und dann liest du mir nach. Das sind die Kilogramms und dann die Zahlen dahinter vor. Error. Warum ist denn das Error? Hä? Was ist denn jetzt so? Ist das geil. Error. Ich sag dir, hinterher steht da eine 9 vorm Komma. Wie geil ist das denn? Und vorher Error. Man kann die Situation jetzt auch nicht sein, ne? Oder? 4 Männer in einem Raum, einer nackt. Error. Das gibt's doch nicht. Na, warte. Bleiben. Error. Komm, lass drücken. Boah, ist das geil. Das ist doch Müll. Das ist wirklich Müll. Stellen Sie sich mal drauf, Herr Doktor. Nur mal gucken so. Guck mal, wie ich da stehe hier. Oder ist er so angstmäßig am Start, dass er keine Leitfähigkeit mehr hat und die Waage es nicht erkennt? Boah, ist das geil. Boah, auch gemein. Hätte ich gar keinen Bock drauf, da so nackig gemacht zu werden. Wäre ich 0%. Ist echt nicht mein Ding, sowas. Also die einzig wirklich verlässliche Angabe ist die los. Aber ich will gern wissen, auch wie viel Fett habe ich wirklich. Das kann doch nicht sein, dass das Gerät jetzt... Ah, ja. Das war der Error. Wie, mein Körperfett ist Error? 38,4, was kommt? 38,4% Körperfett. Das ist ein bisschen was. 42,3. 37,1. Irgendwas dazwischen. 298. Alright, gut. Was waren das für Werte? Boah, ist das geil, ich lach mich tot. Oh, ich hätte mich vor Ort... Was ist hier überhaupt los? Wieso schläft der oder was? Boah, ist das alles witzig. Ich hoffe, ihr seid alle satt. Wir haben jetzt 10:30, 11 Uhr, Handyabgabe. Bedeutet, macht eure letzten Calls, verabschiedet euch, was auch immer ihr machen möchtet. 11 Uhr hier, Handyabgabe. Und danach gehen wir schlafen. Da bin ich mal gespannt, ob auch nur einer von denen geschlafen hat. Weil ich weiß... Das vor solchen krassen Projekten oder vor sowas super aufregend kann ich überhaupt nicht schlafen. Ne? Das ist wirklich was, das habe ich, diese Skills, ich versuche das gerade zu ändern übrigens mit einer Technik von Militärmenschen, dass man besser in den Schlaf kommt, beziehungsweise in Situationen, wo man nicht schlafen kann, dass man mit gezielten Übungen und gezielter Konzentration in den Schlaf findet. Ich bin gespannt, ich werde euch berichten, ob das funktioniert. Ich teste es aktuell jeden Tag. Ich werde bei Erfolg darüber berichten, bei Misserfolg denjenigen, der es mir verraten hat, verschwinden lassen. So,
Nee, aber das Schlafen vor solchen Aktionen, fast unmöglich. Alter, du bist da super aufgeregt. Du weißt nicht, was dich erwartet. Alles ist krass. Schatz, ich liebe dich sehr. Schatz, ich liebe dich sehr. Oh, und wenn du Kinder hast und so, ne? Und Hunde. Und dann gehst du da rein und dann Handy und du hast keine Infos. Und die meisten Menschen sind ja niemals 7 Tage weg ohne Kontakt. Das ist jedes Mal so eine krasse Vorstellung. Und auch für denjenigen, na gut, diejenigen zu Hause werden natürlich erfahren vom Team bestimmt, ey, der lebt noch, der hat aufs Knöpfchen gedrückt. Aber für den, der im Dschungel hockt, scheiße. Ich werde überlegen, und wenn nicht, Transport der Leiche nach Deutschland. Nein, Gott, nur Spaß, Schatz. Das wird alles top. Das wird alles funktionieren. Mach dir keine Sorgen. Ich mach so lange, wie es geht. Und wenn nicht mehr geht, dann drücke ich. Auf jeden Fall. Aber nur mal, ich glaube, Knossi ist zwar ein Entertainer und eine Großfresse, aber ich glaube, dass der Biss hat und dass der durchzieht. Ich könnte mir echt fast... Mann! Beim letzten Mal hatte man zumindest so eine Ahnung und diesmal ist alles so... Es ist ja alles möglich. Ich bin so gespannt. Heul jetzt nicht. Heul jetzt nicht. Das Handy ist so eine letzte irgendwie... Das letzte Teil der Zivilisation. Komm jetzt weg. Ausschalten, oder? Boah, jetzt bin ich nervös. Emotional. Scheiße. Fuck. Fühlt man, oder? So freut sich. Naja, und guck mal, ein Otto hat sowas in der Art schon gemacht, ein Fritz. Aber die anderen, das sind ja absolute Neulinge auf dem Gebiet. Ich kenne den Background von Joris nicht ganz gut. Ich bin echt... Boah, das fühle ich gerade hart. Ich weiß noch, wie das bei mir am Anfang war. Das ist sehr aufregend, ist sehr emotional. Es macht einem Angst, aber ist auch gut. Ich war kacken, Mensch. Ich mach aus. Ja. Tschüss, Schatz. Jetzt steht jemand vor meinem Zimmer. Ich muss Handy abgeben. Ciao, Baby. Ich liebe dich sehr. Liebe. Wir sehen uns schon bald. Guck mal. Mein Held. Ja, Bärchen. Wir schaffen das. Ich bin immer bei dir, mein Held. Ich mach Handy jetzt aus. Seit, keine Ahnung. Ich kenne das Leben nicht mehr seit... In den 90er Jahren, als ich mein erstes Nokia 5110 hatte, gab es keine Zeit, in der ich kein Handy hatte. Und ich sag euch, ich hatte das Thema neulich erst auf dem Tisch, die Zeiten ohne Handy waren geiler. Ich möchte heutzutage kein Jugendlicher mehr sein mit all den Krisen, dem Internet, Instagram, Twitter, TikTok, Kikifax, dem Druck, der soziale Druck, der auf einem lastet. Das Vergleichen, das ständige Sehen auf Instagram, der ist viel krasser, die ist viel schöner. Das muss so anstrengend sein für alle Menschen da draußen, für alle Jugendlichen. Ist es für mich auch anstrengend. Und ich wünsche mir manchmal so sehr diese Zeit zurück, als es noch keine Handys und kein Internet gab, weil es war einfach geil. Es war so schön. Es war so viel einfacher, es war so viel liebevoller, es war so viel entspannter. Und eigentlich ist das auch so komisch, weil Technologie soll uns ja eigentlich nach vorne bringen und den Menschen was Positives sein und unsere Entwicklung nach vorne bringen. Aber ich habe das Gefühl manchmal, dass Handys, Internet und die sozialen Medien uns ganz schön als Menschen kaputt gemacht haben. Und dass wir das, was der Knossi jetzt machen wird, viel, viel öfter machen sollten. Und ich liebe das, wenn ich manchmal gezwungenermaßen auf Expeditionen keinen Empfang habe oder es einfach mal mit Absicht mache und das Handy sein lasse und durchatme, in die Natur gehe und das Leben ohne Internet und so weiter genieße, dann ist es geil. Und man sagt das und macht es trotzdem nicht oft genug. Und wir wissen es und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es so ist, dass das alles scheiße ist. Und wir sollten das öfter machen. Wir sollten alle ein bisschen mehr Seven vs. Wild sein. Ich sag's euch, ohne Witz. Deswegen gerade eine sehr emotionale Szene auch in mir. In einem Knossi bestimmt auch gerade und es waren geile Worte. Gut, dass er das reingenommen hat. Sehr schön. Gut. See you back in a few days. Geil.
Schön. Jetzt sind zwei schlimme Dinge passiert. Hände abgegeben, scheiß auf, echt, scheiß auf Social Media, alles egal. Aber der Kontakt zur Familie. Ja, ist krass. Familie, Freunde, Paulina, einfach Paulina geweint. Richtig. Fuck. Das war krass. Zweite Bad News. KFA von 43%. Das glaube ich nicht. Wenn jetzt ins Bett gehen. Das hat er nicht, hat er nicht. Der hat da keine 43%. Fuck it, niemals im Leben, Alter. Ein Sascha Huber hat maximal 24%. Das glaube ich nicht, das hat er nicht. Wir wissen nicht, was passiert morgen früh. Oder hat er etwa den Robert-Mark-Lehmann-Satz so fett und so fit wie möglich in den Dschungel reingehen beachtet? Ich weiß es nicht. Einfach irgendwann raus. Ich bin auf der Insel. Morgen um die Zeit draußen. Waage war kaputt, Nacht. Schreibt der Diebe. Okay. Auf geht's, Alter. No fucking excuses. No fucking excuses. No fucking excuses. Irgendein Fitness-YouTuber macht besser ein Survival-Ding mit. Finde ich geil. Ich freue mich sehr auf Sascha Huber. Es wird geil. Mit dem Survival-Ding. Ja. Sachen gibt's. Naja. Immer. Oh Mann. Ich hatte zwar eine schöne Expedition, aber das, gerade wäre ich gern dabei gewesen. Fuck. Ist geil, dass der Dave das macht, diese Momente einfängt, weil das hatte man natürlich bei Staffel 1 nicht, das gab es damals ja noch gar nicht. Das Behind the Scenes wirklich holt mich sehr ab und zeigt die Charaktere, baut das Ganze noch viel krasser auf. Schön, Dave, hast du geil gemacht, gefällt mir sehr. Fett, echt gut. Auch mal so den ganzen Gang lang laufen lassen. Nach der Handyabgabe Schön. Hieß es dann für alle Teilnehmer ein letztes Mal im eigenen Zimmer im warmen Bett schlafen. Naja, nicht für alle Teilnehmer. Otto hatte andere Pläne. Es gibt nochmal ein Video. Ich weiß nicht, wie viel Uhr wir haben, weil die Wecker steht. Das zeigt irgendwie 8.27 Uhr an, aber das kann nicht stimmen, weil es einfach noch mitten tief in der Nacht ist. Und ich habe unfassbare Schmerzen im Rücken. Und im oh nein! Oberschenkel, ein Arsch und dann geh, ja. Nerv oder was? Das jetzt im Haus zu arbeiten mit im Gym, das ist ja denkbar beschissenste Zeitpunkt für solche Schmerzen, muss ich sagen. Ach, fuck. Schon scheiße, bevor man reingeht, fühle ich zu 100%, wer meinen Sumatra-Film gesehen hat. Ich habe mir kurz vor der krassesten Expedition überhaupt den Finger gebrochen und mit einem gebrochenen Finger in so eine Nummer reingehen, Horror. Oh, scheiße, Otto. Das hat er ja gar nicht erzählt. Ich habe ihn jetzt, vor ein paar Tagen waren wir erst zusammen Bäume pflanzen. Das Schwein hat nichts erzählt. Otto, geil bei dir gehalten, krass. Aber was Erfreuliches, ich will nicht meckern hier. Ich hatte ja gestern was Schönes vorbereitet, falls wir ja nachts geweckt werden. Ich Max hat gesagt, ja, macht, kommt denn rein, aber ihr solltet für eure Sicherheit langsam rein. Ja, ich weiß nicht, ob das so erkennen kann, aber das so. Eine kleine Sprengfalle. Eine kleine Falle. Das klappert dann laut, wenn die reinkommen. So, ich gehe mal ein bisschen austrainieren. Das geil. Gehen tut tatsächlich besser, muss man sagen. Übungen haben auch ein bisschen gepasst. Aber ich weiß gar nicht, wie ich das so sagen soll. Ich bin jetzt nicht der emotionalste Mensch. Aber ich mache mir... Mir geht es aber nicht so gut zu wissen, mit so Schmerzen hier reinzugehen. Schlecht. Und eventuell nicht die Show zu versauen. Klar, wahrscheinlich wäre es gut für die Story, wenn Otto am ersten Tag rausfällt. Ja, aber davon gehe ich nicht aus. Ich sag's euch, wie es ist. Ich weiß, dass ein Gemeinicke vermutlich lieber sterben würde, als das Ding zu verlieren. Aber ich rechne Otto einfach so hohe Karten aus und ich bin bei Staffel 2 Team Otto. Erstens, weil er meinen Platz quasi übernommen hat. Vielen Dank. Und einfach, weil ich glaube, dass er das schaffen kann. Ich glaube, dass Otto das Ding gewinnt. Allerdings ist das jetzt hier gerade ein bisschen scheiße. Verdammt nochmal! Aber so habe ich mir das halt selber nicht vorgestellt, ne? Nee. Aber so blöd klingt, fühle ich mich gerade nicht ready, an der Insel jetzt teilzunehmen. Ja. Alter. Das ist scheiße. Ja, ja. Aber Otto ist auch einfach ein krasser Typ, der zieht das durch. Scheißegal. Der braucht keinen Rücken. Ein Otto braucht keinen Rücken für die Insel. Punkt. Auch Otto kann man down sein. Ich ziehe mir jetzt die Sachen an. Bin eh wach. Und in der Rezeption habe ich gesehen, haben wir 4 Uhr irgendwas. Jo, passt. Boah. Wenn ich einmal stehe und eine Stunde diese Schmerzen überwunden habe, dann geht es. Und ich bin einfach hin und her gerissen gerade.
Also ernsthaft, macht das so Sinn? Oder? Ja! Macht das keinen Sinn? Der Ehrgeiz sagt natürlich Otto auf jeden Fall. Scheißegal, wie die Schmerzen sind, scheißegal, was ist. 7 Tage kommt man immer irgendwie durch. Immer durch? Nee, kommt man nicht. Ich sag's euch, wie es ist. Da steht zwar, da oben steht so ein Emblem, da steht drauf, der Wille entscheidet. Aber ich habe eins gelernt, der Wille entscheidet oder das Knie oder der Darm oder sonst irgendein gebrochenes Körperteil. Ich sag's euch, wenn der Wille kann viel mehr als der Körper, aber reißt dir das Bein ab, macht auch der Wille nichts mehr. Und hast du den Nerv im Rücken eingeklemmt und kannst dich nicht bewegen, macht auch der Wille nichts mehr. Also bis zu einem gewissen Grad, ja, gehe ich mit der Wille entscheidet. Ja, aber irgendwann entscheidet halt doch der Darm. Und dann wird es gefährlich. Und auf der anderen Seite denkt man sich, pff, Gesundheit geht irgendwie vor. Aber da denke ich mir, was kann schon passieren? I don't know. We will see. Ich glaube, der Otto war schon in sehr vielen Situationen, wo er Erlerntes in extremen Situationen umsetzen musste und wo er sich mit vielen schrecklichen Sachen auseinandersetzen musste. Da ist es einfach ein Typ, der kann das trotz Schmerzen und ohne Rücken überwinden. Mann, Otto, Alter! Aber ich fühle es hart, aber merkt ihr was? Der Otto ist kein Mensch, so wie jetzt zum Beispiel ein Knossi oder ein Sascha Huber, die bestimmt ultra krass unter Druck stehen, auch dort abzuliefern, nicht rauszufliegen, zu leisten. Der Otto hat gerade nur Rückenschmerzen. Das ist halt einfach kacke. Oh Mann. Aber ein geiles Outfit, Alter. Gefällt mir. Gut. Naja, darf sich das aussuchen. Habe ich eigentlich schon was zur Tarnschminke gesagt im Gesicht? Es fällt kaum auf, finde ich aber ganz geil. Boah, eine Stunde. Eine Stunde vor, ach so, vor Aussetzung. Ich wäre so 2 Stunden eher aufgestanden, hätte nochmal geil gegessen, wenn man essen darf. Vernünftig geduscht, noch ein letztes Mal richtig geil Zähne geputzt. Mir nochmal den Bart durchgekämmt. Mir ein bisschen Sonnencreme ins Gesicht gemacht. Und nochmal mein Leben Revue passieren lassen. Und wenn du weißt, fuck, gleich geht's los. Boah, es ist bestimmt so ein krasses Gefühl. Boah, Dave, du machst das so gut. Ich fühle es hart. Geilste Serie. Geilste Making-of-Serie überhaupt. In 15 Minuten unten. Okay, ich habe schon gewartet, wann ihr kommt. Bist du 43% Körperfett. Na, dann wünsche ich mir auch 43% Körperfett, wenn man dann so aussieht. Finde ich geil. 15 Minuten unten. 15 Minuten. Nicht trödeln. Gutes Licht. Alter, sieht gut aus. Okay, pass auf. Bis gleich. Bist du, was geistert hier schon rum? Du sollst im Zimmer sein. Anderen Stuff hier rein. Okay. 15 Minuten unten. Okay. Nicht trödeln. Ist es jetzt soweit? Guten Morgen. Ich bin ready. Ready machen, 15 Minuten unten. All deinen Scheiß hier rein. Was für ein Scheiß? Ja, alles, was du sonst nicht brauchst. Schon Dschungeluniform an? Nee, dein normalen T-Shirt. Deine Dschungeluniform packst du rein. Ja, natürlich. Dschungeluniform anziehen, deine anderen Sachen da reinpacken. Ach so, okay. Also Dschungeluniform? Ja. Okay, ich bin ready. Gut, bis gleich. Boah, wurde da überhaupt geschlafen? Ich würde es so gerne wissen. Guten Morgen. Angemalt, so wie er hier steht, war um 2 Uhr noch im Fitnessstudio. Ja, geil, das ist Otto. Team Otto, er gut. Er dreht den Spieß um, er sucht die Organisatoren. 15 Minuten unten. Ich habe gerade meine 20 Minuten Achtsamkeitsübung gemacht. Das passt mir sehr gut. Nicht sein Scheiß Ernst, echt jetzt? Doch. Wirklich? Vielleicht sollte ich das auch machen, der sieht sehr entspannt aus. Mucke passt auch gut, gefällt mir. 15 Minuten unten, komplette Montur. Ein. Okay. Hier sehen wir schon die ersten Dschungelsachen. Okay, okay. Ready to rumble. Sag mal, sitzt Otto eiskalt mit Tarnschminke beim Frühstück? So wie zu Hause auch. Alles geil. Ja. Hast du geschlafen? Ja. Nee. Gar nicht. Habe ich es euch nicht gesagt? Es wurde nicht geschlafen. Und was
sagen jetzt eigentlich all diese beschissenen Hater da draußen, die gesagt haben, was soll die Nova, was will der Knossi, was soll der ganze Scheiß, wir wollen ihn nicht dabei haben. Leute, versteht ihr das jetzt? Wie geil unterhaltsam das ist, diese unterschiedlichen Charakteren, die unterschiedlichen Geschlechter. Genau das muss man da reinbringen, genau das macht das Ganze unterhaltsam. Wer das nicht erkannt hat, ist ein absoluter Volltrottel. Jetzt sieht man es doch schon, ich muss mal gesagt werden, oder was? Ja, Paulina, schon. Oh, immer das Gleiche in diesen ganzen Ländern. Schlechter Orangensaft, schlechte, ekelhafte Butter, ein beschissener Toast und irgendein bekacktes Ei mit Analogkäse und... Und Wasser an Plastik. Ja. 10.000 Euro. 10.000 Euro. Kriegt der Gewinner wieder 10.000 Euro und darf das an irgendwen, also an eine NGO spenden? Ist das wieder so? Selbe Regel? 10.000 Euro, dann sind wir beide. Und wenn wir beide bis Ende durchgehalten haben, ist es nichts. Wenn beide bis zum Ende durchhalten, ist es nichts. Ansonsten zahlt der, der als Erster rausfällt, dem anderen 10.000 Euro. Wie geil sind die beiden eigentlich? Haben die ein bisschen connected eigentlich? Oder wie was funktioniert? Wie ist egal, das hier? Ob Verletzungen oder? Stell dir mal vor, wirklich, du bist krank, jetzt Fieber. Bist du raus? Machen wir alles außer Krankheit. Alles außer Krankheit. Geil, wie beim Hände einschlagen nochmal kurz die Regeln angepasst werden. 10.000 Euro. Sascha, denk dran, wenn die Sonne untergeht, schrei ich nach dir. Ich schrei nach dir. Und Joris denkt nur, ach, diese verschissene Wildcard, warum habe ich das nur gemacht? Nein, geiler Typ, ich hatte jetzt einen ganz klein wenig Kontakt zu Joris, großer Geißelspinnenfreund, bin ich auch, liebe ich sehr. Bin gespannt, wie der sich hier schlägt, ich weiß noch nicht viel über ihn. Die Mädels noch schnell, oh. Danke. Dieses Grill. Wandermut tut... Geil. Das ist es. Das alle ist Kandidaten in einem Auto. Ja. Leute, wir sind's. Wir sind die Gruppe. Ist euch bestimmt ein geiler Moment. Klar. Ey, wir halten alle durch bis zum Ende. Machen's wir schaffen das alle. Ja. Weißt du, was ich... Wär geil. Könnte passieren. Könnte mir vorstellen, dass es geht. Aber es wäre... Das wird... Ich sage immer, es darf nicht spekuliert, wenn irgendjemand sagt, naja, wenn das und das passiert, sage ich, nein, es wird nicht spekuliert. Erst, wenn man Fakten auf dem Tisch hat, kann man was dazu sagen. Aber hier ist es ja so interessant zu spekulieren. Was sagt denn ihr, Chat? Würde mich mal interessieren. Sagt ihr, die machen das alle oder wer fliegt als erstes raus, wer gewinnt das? Nee, pass auf, wir machen jetzt erstmal, weil es mich interessiert. Wer gewinnt das Ding, eurer Meinung nach? Wer gewinnt Seven vs. Wild Staffel 2? Chat, los, rein da. Ich hab Bock, ich will's sehen. Fritz, Otto, Gemeinecke, Otto. Otto, Nova, Fritz, Knossi, Fritz. Okay, stopp, danke. Mehrheit für Otto, alles klar. Wer jetzt, stopp, Chat, stopp. Wer fliegt als erstes raus? Ab jetzt, wer fliegt als erstes raus? Sabrina, Knossi, Nova. Sabrina, Knossi, Nova, Sabrina, Knossi, Nova. Okay, stopp, danke. Also irgendwas zwischen Nova, Sabrina, Knossi, Sascha. Mhm. Okay, Joris taucht nirgendwo auf. Joris wird also der Underdog, verstehe, alles klar. Okay, interessant. Ich bin gespannt auf eure Prognosen, alles klar. Irgendwie, man hat irgendwie im Gefühl, also das ist jetzt mein Gefühl, ich sage jetzt mal mein Gefühl. Ich kenne die Kandidaten teilweise persönlich, ich kenne sie ein bisschen, und teilweise kenne ich sie gar nicht. Aber vom Gefühl her könnte es wirklich sein, dass alle bis zum Ende durchhalten. Es ist möglich. Ich kann es mir auch irgendwie vorstellen, aber irgendwas in mir drin sagt, weil jetzt weiß man ja auch, worum es geht. Jetzt weiß man, man will durchkommen. Man weiß, was hinterher passiert. Man weiß zwar mehr über dieses ganze Format, aber man weiß nichts über die Situation. Es ist und bleibt tricky. Okay. Und dann sehen wir uns wieder. Wir werden es ja bald wissen. Woche. Und wir werden...
werden uns so viel erzählen. Wir sehen unsere Liebsten. Hey, Quality nicht runterschrauben. Ich glaube, du spinnst, Internet. 480, Junge. Niemals. Wieder. Die sind einfach da. Wir machen das. Wir machen das. Was soll passieren? Ihr müsst nur eins überlegen. Was soll passieren? Es gibt so viele, die kein Dach über dem Kopf haben, die leben das jeden Tag. Vielleicht nicht bei wilden Tieren, aber irgendwo. Das kann man machen. Legt euch in den Dreck. Macht die Augen ja, zu aber das können das und lasst 7 Tage vergehen. Du auch mal nicht in der Hängematte. Au. Können wir die Szene bitte nochmal haben? Und so viel erzählen. Wir sehen unsere Liebsten wieder. Die sind einfach da. Wir machen das. Wir machen das. Was soll passieren? Ihr müsst nur eins überlegen. Ey, es gibt so viele, die kein Dach über dem Kopf haben, die leben das jeden Tag. Vielleicht nicht bei wilden Tieren, aber irgendwo. Das kann man machen. Legt euch in den Dreck. Macht die Augen ja, zu. Ja, aber das können wir doch machen. Und wer danach sagt, der Knossi ist ein Idiot, der hat die Welt nicht verstanden, oder was? Das sagt natürlich keiner, Knossi. Entschuldigung, aber krass. Gut. Gut, gut, gut. Fett. Geiler Gedankengang. Gefällt mir. Gute Musik, Dave. Fühl ich. Sehr geil. Das ist, wenn man sich das mal vor Augen hält, wir sind 8 Milliarden Menschen. Wie viele Menschen leben so wie wir? Fast keiner. Wir leben im sichersten, geilsten, reichsten, besten Land der Welt, gefühlt, ne? Und dann gibt es eine ganze Menge Menschen, die müssen mit viel, viel weniger klarkommen und machen Seven in the Wilds quasi jeden Tag. Hat er schon recht? Hat er schon recht? Geiler Moment. Und hier diese Karre, Toyota Hiace. Ich hasse sie, aber ich liebe sie auch irgendwie, weil man sie einfach auf der ganzen Welt fährt. Naja. Das letzte Mal Zivilisation. Guckt euch das gut an. Was? Ja, fuck, Alter. Fuck, Alter. Oh, nee. Was ist denn das? Oh, nee, Alter. Die Mucke kenne ich. Die Mucke ist von einer meiner Serien. Oder nicht? Ist das die Mucke von einer meiner Serien? Ist das aus der Ohrkasse? Woher kommt diese Mucke? Ich kenne die. Boah, Alter, Dave. Junge. Also, ich muss mal sagen... Junge, 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 Respekt, Dave. Also, was du hier gezaubert hast, ich bin schwer begeistert. Großes Lob an dich. Ich liebe die Making-ofs und das macht diese Serie noch so viel geiler. Holy fucking Scheiße, Dave. Gut gemacht. Echt, auch aus filmemacherischer Sicht, aus storytellerischerer Sicht. Großes Kino. Chat oder was? Junge, 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 geil.